Das Golfturnier, das wir machen, ist eigentlich unser Highlight. Das lief heute einwandfrei, ja. Der Tag war schön, weil das Wetter war schön und waren wieder nette Leute dabei. Ihr seid live dabei bei unserem dritten BVMW Golf-Event, dritte Jahr in Folge. Viele tolle Teilnehmer dabei. Das Wetter passt, die Sonne lacht, wir sind gut vorbereitet. Jetzt sind auch alle Spieler aktiv auf dem Platz. Das heißt, wir haben ein bisschen Ruhe, um uns für die Abendveranstaltung wieder vorzubereiten. Wir haben dieses Jahr 73 Golfer am Start, die höchst konzentriert jetzt am Loch stehen und um den großen Preis spielen. Aber wir haben auch 41 Schnuppergolfer begeistern können, heute mal dabei zu sein. Das Golfturnier ist ja letztendlich dazu da, neue Leute kennenzulernen, Netzwerke zu knüpfen. Und das war aus meiner Sicht wieder ein voller Erfolg. Also ich habe jedenfalls ein paar neue Leute kennengelernt. Dass das alles nicht möglich wäre ohne unsere Unterstützer, unsere Sponsoren, die von Anfang an gesagt haben, los Amelhof, sagt, was er braucht, wir unterstützen euch tatkräftig. Vor 3 Jahren fing ja das mit dem Golf an und da habe ich natürlich gleich zugesagt, weil Golf ist immer schön, 5 Stunden Erholung in freier Natur. Und so bin ich auch dazu gekommen, dass ich jetzt hier bei dem Golfturnier mal dabei bin als Sponsor. Die Veranstaltung an sich, verbunden mit dem Golfplatz Motzen, einwandfrei, diese Umgebung hier, Natur, verbunden eben mit Kontakten, die man neu kennenlernt. Was Besseres kann man nicht haben. Wir sind einer der Sponsoren hier bei diesem Event und wir freuen uns total dabei zu sein und neue Kontakte zu knüpfen und auch ein bisschen von uns zu berichten, wie was wir so machen und was quasi gebraucht wird hier in dem Klientel. Gerade die Fernsicht ist ja meistens so ein Thema beim Golfen und da können wir Abhilfe schaffen. Wir finden den Rahmen dieser Veranstaltung sehr, sehr gelungen und dafür echt passend. Besonders freut uns, dass hier auch Nichtgolfer mitgenommen werden in Form eines Schnupperkurses, dass wirklich neue Leute vielleicht den Golfsport für sich entdecken und wir auch mit denen in Kontakt treten, die wir sonst auf dem Platz nicht treffen können. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist für den Einzelnen kaum zu stemmen. Da wir aber als Team zusammenarbeiten und jeder seine Aufgaben übernimmt, können wir diese Veranstaltung einmal im Jahr ausrichten. Sehr zur Freude unserer Mitglieder. Dass wir damit richtig liegen, zeigen die ersten Rückmeldungen unserer Mitglieder, die von dieser Veranstaltung begeistert sind und sagen, das ist mal was anderes als nur Business Talk und Netzwerken im klassischen Sinne, sondern in so einer Atmosphäre das zu genießen. Und das schafft eine bessere Verbindung zum BVMW, als man im ersten Moment glaubt. Die Stimmung ist entspannt. Wir haben bestes Wetter und eine hohe Teilnehmerzahl. Dadurch, dass ich eine neue Zigarrenlounge in der Berliner Straße 1 in Wilmersdorf habe, ist natürlich dann Zigarre golfen bzw. auch durch das Netzwerk der Mitglieder auch der ein oder andere genießt ja auch eine Zigarre. Deswegen habe ich mitgemacht. Also mache ich das und unterstütze das natürlich. Hier, Thorsten und ich arbeiten super eng zusammen. Deswegen sind wir auch gemeinsam hier, weil Rum und Zigarre passt natürlich unglaublich gut zusammen. Gerade ein 7-jähriger Rum pur mit einer guten Zigarre schön nach dem Golfen hinsetzen, bis noch die Sonne genießen, passt eigentlich unglaublich gut. Wir haben angefangen vor insgesamt 3 Jahren und wir waren am Anfang ziemlich unsicher, ob wir so ein großes Event schaffen würden. Einfach vielleicht mal versuchen, ein bisschen zu entspannen, in sich hineinzufühlen und die 8 Minuten BEMA-Anwendung zu genießen. Wir haben hier einen großartigen Golftag hinter uns und es gibt zum Glück mittlerweile beim BVMW bei der dritten Austragung so viele Sponsoren, dass die Golfer von allen Seiten verwöhnt werden. Wir als DBM Rechtsanwälte haben mit ein paar anderen Sponsoren auch ein Auto auf ein Loch gestellt, das man heute hier hätte gewinnen und mitnehmen können, wenn man einen guten Schlag und viel Glück gehabt hätte. Das hat keiner geschafft. Bei der Tombola sind wir wahnsinnig stolz drauf. Wir haben in diesem Jahr wieder geschafft, 18.000 Euro an Sachspendenpreisen einzusammeln, die wir heute Abend verlosen werden. Und mit den Einnahmen wollen wir einen regionalen, wohltätigen Zweck unterstützen. Wir haben einen symbolischen Scheck, den ich dir, Silvio, überreichen möchte, in Höhe von 2.185 Euro für die Feuerwaffe in Wiesdorf. Das ist euer Leben. Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Ich sage, du hättest die Fragen noch verschicken müssen. Und das war jetzt echt scheiße. Ja,
Wir haben den Ball gesucht, der eine ging dann zum Loch hin und meinte, du, dein Ball liegt hier drin. Ich so, wie jetzt, mein Ball liegt da drin. Und war so, okay, gut.